Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen in der Stadtbücherei Weilerstraße. Mein Name ist Andreas Christen und ich bin zuständig für die Kindernachmittage in der Stadtbücherei. Normalerweise würden wir jetzt vor Ort hier sitzen und schön basteln. Leider ist uns dies nicht möglich, sodass ich heute euch meine Bastelidee per Video zeigen möchte. Bald ist Weihnachten und ich möchte mit euch heute schön solche Papiersterne bzw. Glitzerpapiersterne basteln. Ich zeige es euch, wie es geht. Hier einmal die Vorlage, die zeige ich euch, was wir da alles jetzt brauchen. Also das gibt es im Internet zum Runterladen. Das ist auch dann gleich vorgezeichnet mit den Einschnittstellen, wo ihr schneiden müsst, wo ihr falten müsst. Und dann habe ich hier gleich auf einem blauen Papier und auf einem gelben Papier schon mal so vorgezeichnet zwei Sternenmuster, die ich dann gleich bearbeiten werde. Vorab brauchen wir Bastelmaterial, das übliche wie Schere, Bleistift, Radiergummi, Lineal und ein paar Filzstifte, Buntstifte zum Ausmalen der Sterne. Gut, jetzt fange ich einmal an. Also mit dem ersten Stern, ich schneide jetzt das Quadrat 10 mal 10 cm aus. Gut. So, und jetzt habe ich das dann schon angezeichnet hier für euch. Die durchgehende Linie wird immer geschnitten und die gestrichelte Linie wird gefaltet. Also ich schneide jetzt auf den vier Seiten 2,5 cm rein. Das mache ich überall gleich. So. Und so. Und jetzt, da habe ich jetzt schon ein Modell, wie ihr sehen könnt, wie das dann ausschauen soll. Und jetzt schlage ich das bei allen Seiten so rein. Seht ihr, da habe ich es jetzt schon mal eingeschlagen und so. Normalerweise baut man ja auch dann so Flieger. Das ist die normale Origami-Technik. Origami kennt ihr bestimmt. Gut, das mache ich jetzt an allen vier Seiten. Das geht ganz gut. Mit dünnem Tonpapier. So. Und schon ist die erste Seite fertig. Hier habe ich das Modell. Das gleiche mache ich mit dem blauen Papier. Schneide ich 10 mal 10 cm. Gut. Die Striche kann man auch noch gut erkennen, dass man nicht zu viel reinschneidet. Jeder Stern wird halt individuell ausschauen. Es soll nicht alles gleich ausschauen, dass es nach Stern ausschaut. Gut, dann nicke ich das wieder ein, wie ihr seht. Okay. Gut. So. Bald ist auch der Stern fertig. So. So, da habe ich jetzt den Stern eingefaltet. Jetzt nehme ich den anderen Stern und jetzt nehme ich den Brit-Klebestift und tue die Brit-Klebemasse an die Mitte setzen, ja, und klebe die aufeinander. Ja, dass jetzt die Faltseiten immer innen sind, ja, und klebe ein bisschen versetzt. Ich zeige es euch so und so. Das bleibt dann gut fest. Und danach kann ich ja noch eine andere Farbe nehmen, zum Beispiel Rot, und dann
nochmal das versetzt ankleben, dann wird es ein schöner Stern, so wie hier, seht ihr, oder der ist auch ausgemalt. Ihr könnt auch weißes Papier hernehmen, dann müsst ihr das mit Filzfarbstiften oder Glitzerfarbstiften ausmalen. Gut, das war jetzt meine Bastelidee, passend zu Weihnachten, zum Weihnachtsbaum. Ihr könnt ja noch einen Bindfaden da noch ansetzen, den könnt ihr noch ankleben und dann wird es ein schöner Weihnachtsschmuck für den Weihnachtsbaum, der sehr viel Freude bereitet. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch und euren Eltern eine schöne Weihnacht und bleibt gesund und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder in einem Video. Tschüss, eure Stadtbücherei Weilerstraße.